Moin Moin, ich bin's wieder, eure Jessie. Ich bin zurück in meinem Let's Play natürlich, wieder mit England, immer noch, wohl eher gesagt. So, als kleine Erinnerung, wir hatten London, bauen darin das Mausoleum. Haben jetzt schon 4 Einwohner und wir haben gerade York ergründet. Ja, da steht noch mein Speerkämpfer, der noch heilen muss. Ja, und jetzt machen wir nochmal die nächste Runde, das hatte ich ja letztes Mal noch nicht gemacht. Und schauen wir mal, was so passiert. Erstmal machen wir den Barbaren jetzt. Ja, ich dachte, ich mache ihn kalt, aber ich mache ihn noch nicht kalt. Er überlebt leider noch. Gut. Ja, ich werde gleich mal... Ja, gut, Entschuldigung. Sie fanden das nicht so witzig, dass ich vor deren Haustür meine Stadt gegründet habe. Naja, ist mir gerade egal. So, ich will jetzt das Barbarenlager auslöschen. Nein, da ist es passiert. Der blöde Barbar-Sack hat meine Ressource geplündert. Dafür hasse ich ihn jetzt. Nein, nicht ganz so schlimm, aber ich bin sauer. So, jetzt haben wir ihn schon fast kalt gemacht. Nächste Runde kriege ich ihn bestimmt platt. Ja, du musst weiterbauen. So. Weisheit und Tugend sind wie zwei Räder an einem Wagen. Wir können jetzt das Rad. Das heißt, wir können einen Streitwagenbogenschützen erschaffen. Der hat im Gegensatz zu normalen Einheiten jetzt 4 Züge, braucht aber auch ein Pferd und ist ein Fernkämpfer, der ein bisschen stärker ist als der normale Bogenschütze. Dann haben wir die Wassermühle. Das ist ein Gebäude, das nur an einem Fluss liegen muss und bringt uns 2 Nahrung und 1 Produktion. Und wir können Straßen errichten und damit unsere Städte verbinden. Ja, ich gehe auf Survivalismus 2. Heile dich noch schneller hoch hier. Und der Speer geht dich jetzt umbringen. Den anderen mache ich jetzt auch noch kalt nebenbei. So, bin ich beide los. Hoffentlich kriege ich gleich das Gelände zurück. Oh! Gut, rauf auf die nächste Runde. Ah, da ist es passiert. Da läuft ein Siedler von den Portugiesen rum. Bin ja gerade... Nee, nicht Produktion. Wollte Richtung Kaufen gucken. Das war jetzt falsch. Nee, nur ein Speer. Das bringt mir natürlich nichts. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Siedler klaue, aber da der schlauerweise mit einem Krieger rumläuft, wäre das nichts. Schade aber auch. Naja, vielleicht greift der Barbarin ja an, statt mich. Das wäre auch schon mal schön. So, eine neue Technologie können wir machen. Ja. Wir könnten einen Kalender machen. Dann können wir Plantagen bauen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Oder Bronzeverarbeitung, dann wird uns Eisen angezeigt. Und wir können Kasernen bauen und Speerkämpfer selber. Mache ich doch mal die Bronzeverarbeitung. Außerdem können wir dann Dschungel abhacken. Normale Bäume abhacken können wir übrigens schon seit dem Bergbau, habe ich ganz vergessen zu erzählen. Und wir können Minen errichten seit dem Bergbau. Das heißt, normale Hügelfelder, so wie der hier, da kann ich dann eine Mine draufsetzen. Ja. Damit ich dann die Produktion erhalte von den Feldern. So. Den ziehe ich erstmal da hoch. Ich will erst das Feld wieder haben, damit ich mehr Geld habe und meine Zufriedenheit wieder. Jetzt bin ich nämlich gerade Zufriedenheit ins Minus gegangen. Nein, er greift mich an. Schade, aber auch ich hatte ja die Hoffnung, dass er den portugiesischen Siedler angreift. Das wird ja wohl nichts. Die Frage, ob ich das mache, wäre zwar fies, aber wäre machbar. Den habe ich jetzt heilen lassen und hier mit dem Bautrupp repariere ich jetzt meinen Marmorfeld, damit ich die Ressourcen wieder erhalte. Dann kommt auch die Frage, wo er siedeln will. Weil meistens siedeln die an bescheuerten Plätzen. Also ich würde meine Stadt ja hier hinsetzen. Wahrscheinlich macht er das wieder nicht und setzt sie irgendwo sonst wohin. Oder vielleicht auch da. Gut. Ist sie zwar sehr nah an der anderen, aber naja. Gut. Ja, er setzt sie dahin. So ein Arsch. Mistkerl. Das heißt, wir machen die irgendwann demnächst mal platt. Wieso hängen wir denn jetzt? Ah, Spiegel weiter. Haben mich schon gewundert.
So. Naja. Mal gucken, was der will. Ich heile mal einen hoch. Habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Da übrigens haben wir in 3 Runden unser Mausoleum endlich. Juhu! Sehr schön, freut mich. Ja, wir haben unser Marmor wieder. Auch sehr gut. Jetzt mache ich mal die Pferde nebenbei. Habe ja schon gerade so nebenbei erwähnt, ich will Portugal gleich mal angreifen. Das heißt, nach dem Mausoleum werde ich Einheiten produzieren. Hat zwar erst überlegt, noch ein anderes Wunder noch mit reinzubauen. Aber mal gucken, was ich denn da so mache. Großer Männer Grab ist die ganze Erde und ihre Geschichte wird nicht nur an den Stein über ihren Gräbern übergeben, sondern überlebt überall ohne sichtbare Symbole, verwebt in die Materie des Lebens anderer Männer. Sehr schön, wir haben unser Mausoleum geschafft. Zur Erinnerung, es bringt uns 100 Gold, wenn wir große Persönlichkeiten verbrauchen. Und jede Quelle Marmor und Stein produzieren 2 Gold. Das heißt, wir kriegen jetzt viel mehr Kohle. Ich gehe einen nach drüben, weil ich will Porto jetzt nicht helfen. Das ist mir gerade mal relativ egal. So. Ich hatte ja überlegt, eventuell den Artemis-Tempel noch zu machen. Das hätte auch einen Vorteil. Und mir denn eine Einheit erstmal zu kaufen, weil wir haben ja dadurch, dass wir das Mausoleum geschafft haben, recht viel Gold. Wir haben jetzt plus 9 Gold. Das ist schon echt cool zu haben. Und dann würde ich sonst den Artemis-Tempel bauen und mir gleich meine Einheit kaufen. Mache ich auch sehr selten. Oder noch eine andere Idee. Was sag ich mit dem Stadtstaat hier? Den war ich ja. Nee, schade. Das wird denn ja wohl nichts. Hat überlegt, ob ich von dem Stadtstaat vielleicht noch Einheiten kriege, aber das wird ja nichts. Muss dafür erstmal einen Barbaren kloppen. Außerdem war den Kaufmensch. Also kriegen wir keine Einheiten geschenkt. Manche Stadtstaaten schenken nämlich Einheiten. Aber das machen nur die militärisch. So. Greift da weiter fröhlich an. Und mal gucken, was wir brauchen, um uns einen Bogenschützen zu kaufen. Und dann Streitwagen-Bogenschützen nehmen. Hat nämlich mehr Stärke als der Bogenschütze. Da ich überlege, die Stadt anzugreifen. Werde ich mir die zulegen. Dafür baue ich ja gerade meine Pferde da oben aus. Könnte ich mir 4 Stück davon erschaffen. Dann wäre Porto auch recht schnell platt. Hoffe ich jedenfalls. Und Porto hat witzigerweise mehr Verteidigung als ich. Bin eh ein bisschen unlogisch. Aber naja. Mal gucken. So, der Speer bleibt da stehen. Nächste Runde. So. Wir sind nicht sehr wohl genährt, ich sehe schon. 2,5. Das kommt darauf an, wie viel Nahrung wir in der Stadt haben. Jo, nicht so viel scheinbar. Oh, Backe. Was soll das denn da alles? Also, nächste Beförderung. Amphibisch. Wenn wir wassern würden, kostet uns jedes Mal ein Bewegungspunkt. Wir können nur wassern oder nur an Land gehen. Und dann können wir danach erstmal nichts machen in der Runde. Dann können wir Deckung machen. Verteidigung gegen Fernangriffe. Werde ich wahrscheinlich auch nehmen, weil wir auf eine Stadt gehen wollen und die Stadt kann uns ja angreifen. Wenn wir 33% Verteidigung haben, ist das schon gut. Wir können auch sanitär nehmen. Dann würde ich meine Einheiten, die um mich rumstehen, mitheilen um 5 Punkte. Dann hätten wir noch Drill. Halt unwegsames Gelände oder schockoffenes Gelände. Ich mache die Deckung und ziehe mich mal ein zurück, weil das wird mir da zu gefährlich. Wer weiß, was die da so vorhaben. Ist mir nicht so ganz geheuer. Dort hinein ging Hektor, der Göttliche, und in der rechten trug er den Speer. 11 Ellen an Längen und vorn an dem Schafte blinkte die bronzene Schärf, umlegt mit goldenem Ringe. Ja, wir haben ja Bronzeverarbeitung geschafft. Bringt uns einen Speerkämpfer, den wir erschaffen können. Kasernen bringen uns 15 Einheiten.
Wie viele Erfahrungspunkte? Mann, muss ich echt mal überlegen, was das noch heißt. Meine Güte. Erfahrungspunkte für Einheiten. Zollstatue bringt uns eine Kultur. Ein Kampfbonus auf Städte. Wir brauchen Ehre. Ehre haben wir ja noch nicht. Dann wird uns das Eisen auf der Karte angezeigt und wir können den Dschungel entfernen. Guck mal, wo Eisen ist. Bei mir natürlich nicht, das war mir irgendwie schon fast klar. Da, wo ich hinziehen will, ist Eisen. Also Porto platt machen, umziehen. Fertig. Gut. Ich heile da mal hoch. Und Forschung wählen kann ich auch noch. Das ist sehr gut. Ich gucke gerade. Sinnvoll wäre es, wenn wir Kalender machen, damit wir unsere Plantagen bauen können. Deshalb mache ich das jetzt auch. Und danach gehe ich so in Richtung Reiterei und Eisenverarbeitung. Weil ich will ja eigentlich dahin zu den Langbogenschützen. Will ja mal was anderes ausprobieren. Ich mache eigentlich selten Kriegssieg. Will das heute aber mal machen. Ist nicht so ganz mein Liebstes. Eigentlich mache ich lieber Diplomatie oder so. Ist einfach mehr Herausforderung, weil darauf einkloppen kann eigentlich jeder. Nur gibt auch eine Herausforderung bei Krieg natürlich, weil Einheiten kosten ja mal Gold. Wir haben ja nur eine momentan haben wir nur 10 Gold. Das heißt, wenn ich mir jetzt 10 Einheiten erschaffen würde, wäre ich auf plus minus 0. Das ist schon echt heftig. Also mal gucken. Bin fertig mit meinen Pferden, dann gehe ich da wieder runter. So. Damit ich das Gelände dann auch noch kriege. Damit ich dann das Gold von dem Feld auch noch kriege. So, ich baue hier Stadtmauern, damit meine Stadt geschützt ist. Das ist übrigens eine ein Gebäude, das kein Geld kostet. Das kostet mich nur die Produktion. Ja, York hat noch nicht so viel Produktion, weil es ist halt die zweite Stadt. Je nachdem, wie sie liegt, kann man echt Pech haben teilweise. So, hier baue ich jetzt mal einen Steinbruch. Damit ich dann von dieser Geländefeld auch das Geld kriege. Nächste Runde. Hä? Ach ja, der Speer muss da noch stehen bleiben. So, jetzt aber. So, jetzt bin ich Arsch und klaue dem Barbaren das Feld. War ja klar, dass der mich angreift. Ich klaue jetzt den Portugiesen das Barbarenlager, weil ich nicht will, dass er das Geld dafür kriegt. Wenn schon ändern. Mies sein geht auch anders. So. Dafür habe ich jetzt 25 Gold gekriegt. Ich glaube, das war sogar das Barbarenlager, von dem der Stadtstaat wollte, dass es weg ist. Und wir sollen Dänemark entdecken. Das können wir mal kurz machen. Ist relativ simpel. Hildai. Wir können ihm den Vorschlag. Ach nee, können wir nicht. Er hat noch keine Botschaft. Er hat selber noch keine Schrift. Also können wir es ihm nicht vorschlagen. Wenn man die Botschaft bei ihm reinstellt, sieht man nämlich, wo er wohnt. Aber können wir noch nicht machen. Wir haben beide noch keine Schrift. Naja. Auch mal ganz witzig. Oh, ich muss da ganz schnell weg hier. Politik einführen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich mache Ehre, weil ich so viele Barbaren um mich rum habe. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, außerdem beballern die mich ja die ganze Zeit hier. So, als Schutz. Ja. So, ich gehe mich erstmal heilen. Stehe zwar direkt vor Porto, aber es ist mir auch recht egal. Jetzt bringt meine Stadt nämlich auch mehr, wenn ich drauf baller. Was auch sehr gut ist. Ja, nächste Runde. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Sehr schön. Wir haben den Kalender. Das heißt, wir könnten Stonehenge bauen. Stonehenge bringt uns plus 5 Glauben und einen großen Ingenieurspunkt. Wir können Steinwerke als Gebäude in die Stadt bauen. Das bringt uns ein Zufriedenheit und Produktion. Ja, und genau. Voraussetzung für Steinwerke ist, dass Steine oder Marmor in der Stadt drin sind. Und wir können Plantagen errichten. So, jetzt mache ich endlich mal was Sinnvolles hier. Ich habe ja schon gesehen, dass meine
Bewohner langsamer wachsen. Man kann übrigens auch hier mal gucken in der Stadt. Was ist denn da oben? Ja. In 4 Runden kriege ich einen neuen Bürger. Hier oben sieht man das auch nochmal. Ich habe momentan 2 Nahrung. Das will ich gleich mal ändern hier. Damit ich, dann baue ich hier einen Bauernhof hin. Bauernhöfe produzieren an Wasser, also am Fluss oder an Seen, mehr Nahrung als wenn sie nicht dran grenzen würden. Ja. Wir kriegen 11 Gold momentan, haben eine Produktion von 13,8 und generieren in der Stadt 7 Wissenschaft, davon halt 3 von Gebäuden und 4 von der Bevölkerung. Wenn wir zum Beispiel die Schrift machen, können wir auch noch die Bibliothek bauen. Die würde unsere Wissenschaft auch mal. Genau. Wir haben aber hier gesamt 10, weil wir natürlich von den 3 Einwohnern von York hier auch nur 3 Wissenschaft kriegen. Und hier seht ihr mal die Produktion in York. Da fehlen 10 Produktionen im Gegensatz zu London. Deshalb braucht halt auch so ewig, teilweise um eine Mauer hochzuziehen. Forschung wählen. So. Und zwar, ich glaube, ich mache jetzt mal das besagte Bibliothek. Große Bibliothek, die kann man bauen, wenn man jeweils eine in allen Städten, die man hat, eine Bibliothek hat. Und wir könnten dann halt Botschaften machen. Nächste Runde. Ach, die haben neben geklickt schon wieder. Meine Güte. So, ich gehe da auf Bereitschaft. Der bleibt hier jetzt schön als Hilfe. Mann, so wie es aussieht, kriegen wir unseren Tempel fertig. Das freut mich ja nun echt mal unheimlich. Das wäre echt gut. Weil dann brauche ich mir um die Bauernhöfe erstmal nicht so viel Gedanken machen. Böse. Ein Barbar. So, dann können wir es tun. Da oben kommt auch noch ein Speerkämpfer. So. Auf ihn mit Gebrüll. Los, killt ihn. Jo. Jetzt kriegen wir nämlich 9 Kultur. Sehr schön. Ja, ihr sollt den Bauernhof weiterbauen. Ey, Sackgesicht. War ja klar, dass er irgendwelchen Mist bei mir wieder macht. Und zwar, jetzt muss ich mal was machen. Also, was ich machen wollte, geht gerade nicht. Ich wollte mir eigentlich einen berittenen Bogenschütz holen, kann ich aber ja nicht, da er gerade mein Pferde geplündert hat, geht das auch nicht. Also stelle ich mich wieder auf meinen Bautrupp und heile ihn hoch. Das Gemeine bei Barbaren ist, sie plündern nämlich auch leider, wenn sie voll geheilt sind. Arschlöcher. Aber naja. Fies ist fies oder so ähnlich. Ah, wir haben hier Kühe mit reingekriegt. Oder Vieh heißt es hier ja. So, jetzt kann ich... Jetzt hat auch mein Geld geplündert. Mistkerl. Ich lasse das. Ich gehe schon mal in die Stadt rein, dann kriege ich meine Stadt nämlich der Bonus dazu. Heilen bringt mir eigentlich nichts, aber ich mache es trotzdem. Problem ist, wenn ich einen Zug angefangen habe und dann heile, heilt er erst in der nächsten Runde. Der Wald ergreift nicht so sehr durch seine Schönheit die Herzen der Menschen, sondern durch dieses feine Etwas. Diese Beschaffenheit der Luft, diese Ausstrahlung alter Bäume, die einen müden Geist so wunderbar verändern und erfrischen. Sehr gut, gut. Ich habe den Artemis-Tempel fertig zur Erinnerung. Plus 10 Wachstum in allen Städten und 15 Produktionen beim Bau von Fernwaffeneinheiten. Unbedingt. Weg mit dir. Ich mache bei dem zwar nicht so viel Schaden, aber da ich in die Stadt zurückgehe, kriege ich auch keinen Schaden von ihm. Hat einen kleinen Vorteil. So, Produktion wählen. Ich will jetzt unbedingt einen Speerkämpfer haben. Eigentlich will ich ja Fernkämpfer haben, also mache ich Fernkämpfer. So, ja, du sollst immer noch das Wasser... das Weiterbauen, so rum. Meine Güte, am Bauernhof bauen. Boah, er plündert jetzt aber auch wirklich alles. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich hasse Barbaren. Echt, abgrundtief manchmal. Manchmal freue ich mich auch, weil die machen auch witzige Sachen. Naja, für mich witzig, für die anderen eher nachteilig. Zwar kann es natürlich auch mal passieren, dass von einem Gegner der Siedler geklaut wird.
Dann sieht man dann, wenn man an so ein Barbarenlager kommt, dass dann so ein Siedler rumsteht. Wir haben jetzt die Schrift. Das heißt, wir können die Bibliothek bauen. Große Bibliothek, die uns dann plus 3 Wissenschaft bringt, eine Kultur. Einen großen Wissenschaftspunkt. Und 2 Plätze für ein großes Literaturwerk. Genau. So. Forschung wählen. Ja. Hat er gesagt, ich wollte so Richtung Reiterei und dann zu den Bogenschützen gehen. Aber ich muss das Segeln trotzdem machen, weil sonst kann ich keine Boote bauen. Also mache ich erst das Segeln und dann die Fallen. Und in Richtung Reiterei. So. Das hat der Arsch also vor. Mistkerl 2. Jetzt erstmal heilen. Also, nee, die Gebäude, die Felder reparieren. Manchmal fehlen ihm einfach die Worte. Oder Wortfindungsstörung. So, du heilst weiter hoch. Du reparierst. Du gehst damit zu. Und heilst dann auch. So. Und dann mache ich gleich die Pferde. Und so, ach, jetzt greift der Samarkand an. Na. Freut mich nur halbwegs. Hauptsache nicht mich erstmal. So. Den schicke ich jetzt schon mal nach unten. Und natürlich auch das blöde Barbarenlager ausräumen. Das ist auch eine Idee. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Bevor mich die weiter nerven. So, dann baue ich hier noch ein Bogenschützen mehr. So, jetzt reparieren wir hier die Modernisierung. Der Speer geht wieder mit. Und jetzt greifen wir mal das blöde Wandern an hier. Weg mit dir. Das Gute ist natürlich jetzt, da ich weiter wegstehe, greift er mich nicht an. Das ist halt der Vorteil bei den Fernkämpfern. Ey, ich sehe schon kommen, der zockt mir. Nein! Wird er doch nicht? Ich wollte gerade sagen, der zockt mir gleich mein Verbannlager. Ja, das sieht noch nicht so aus. Wer das Meer beherrscht, beherrscht alles. Wir haben das Segeln fertig. Wir können dann Arbeitsboote bauen. Durch Arbeitsboote können wir dann Fische oder auch Luxusressourcen angeln. Dann können wir die Triere bauen. Das ist halt das erste Boot, was wir bauen können. Das ist ein Nahkampfboot. Den Frachter können wir bauen. Dadurch können wir mit Stadtstaaten oder auch Städten, die am Wasser liegen, handeln. Fischerboote können wir bauen. Ja, hatte ich ja schon erwähnt. Durch das Arbeitsboot können wir halt fischen. Und wir können noch einen Handelsweg, den haben wir jetzt dazu bekommen. Ja, können wir einrichten dann. Genau, so. Er hat schon wieder mein Pferd geplündert hier. Ach nee, das war ja schon geplündert, ich wollte gerade sagen. Kriege ich ihn zwar noch nicht ganz platt, aber dafür kopiert er nächste Runde. Ich darüber. Es könnte sein, dass der Baba jetzt hinzieht. Ni hao, wo shi nü huangdi wu ze tian. Zhongguo zhui qiu he ping, yi mou qiu zi shen fa zhan. Ren bu fan wo, wo bu fan ren. Bei mir sagt man Moin, also erstmal Moin. Willkommen, oder auch nicht. Mal gucken, was du so willst. Das war China. Ja. Sehr gut. Das freut mich gerade. Der kommt weg. Gerade rechtzeitig fertig geworden hier. Kann ich den nämlich auch schon angreifen und da einen höher ziehen. Geht er da jetzt heilen, hoffentlich. Dann irgendwann mal. Er soll ja eigentlich schon seit Runden heilen und tut es nicht. So, Produktion. Wer machen wir dann nochmal? Ja. Bärkämpfer. Brauchen wir auf jeden Fall noch dazu. Eigentlich will ich ja Streitwagenbogenschützen haben, also brauche ich jetzt erstmal einen Speerkämpfer. Die Bogenschützen waren ja jetzt erstmal so zur Verteidigung.
Aber ich will ja noch Porto angreifen. Also ich werde die Bogenschützen mitschicken. Ich brauche halt noch die, die mehr Schaden machen. Ich krieg ihn noch nicht tot, das ist doof. Also lieber Haie. So, York. Ich würde einen Kornspeicher bauen. Das bringt uns 2 Nahrung. Das mache ich auf jeden Fall. So. Ja, der soll einmal helfen, das Verwandern da wegzumachen, dann geht das schneller. Brauche ich zwar noch ein bisschen, um Porto anzugreifen, aber naja. So. Dann geht der Barbaner noch sterben. Jetzt endgültig. So, den ziehe ich noch einmal. Ich kann noch ein... Das liegt auf Grasland, das heißt, ich mache wieder offenes Gelände. Und ja. Hoffe ich, klaut mir dieser blöde Portugiese nicht mein Lager. Aber das sehen wir dann auch in der nächsten Runde. Der geht nochmal auf Verschanzen. Den schicke ich zu den Pferden, damit die dann auch endlich mal repariert werden. Und damit beenden wir jetzt unsere Runde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.